ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Ab und zu im Lauf der Zeit erkennt so mancher Christ, der sein Leben nach rückwärts beschaut, dass einiges darin verändert ist. Jesus hat es umgebaut. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Seit eh und je war Petrus zum Beispiel ein biederer Fischersmann. Als Jesus ihn rief, erkannte er, dass er nicht so bleiben kann. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Ihr kennt ja alle den Lazarus, der tot im Grab lag und stank. Jesus kam, weckte ihn auf und ein neues Leben begann. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Seht euch doch nur den Saulus an, er war Jesus' stärkster Feind. Die Christen schlug er wie Fliegen tot und hat's dabei noch gut gemeint. Doch eines Tages, da packte ihn Gott und ließ ihn nicht mehr los. Später ging Paulus als verfolgter Mann für Jesus in den Tod. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. An so eine totale Veränderung hätte ich früher nie geglaubt. Aber Jesus warf auch meine Pläne um und ich weiß, ich habe es unbedingt gebraucht. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel. Jesus kann alles ändern, für ihn ist wirklich nicht zu viel. Jesus kann alles ändern, er kommt mit uns zu seinem Ziel. Er kommt mit uns zu seinem Ziel.